Hallo liebe 1000 PS-Freunde, wir melden uns hier am Fuße des Ortlers, um eine ganz spannende Frage zu klären. Mit welchem Motorradkonzept reist es sich am besten? Ist es die Reise-Enduro? Ist es der Tourer? Ist es der Sport-Tourer? Oder der Hypersport-Tourer? Wir haben natürlich auch die unweit von hier liegende Stelvio-Passstraße, den Endgegner unter den Motorradstrecken, in unsere Wertung mit einbezogen. Wird ein spannendes Video, bleibt dran! Gut, um eine Frage gleich vorweg zu klären, nein, das ist kein Vergleich dieser vier Motorräder, der würde natürlich jetzt auch wenig Sinn machen. Sie stehen allein als Beispiel für die jeweilige Kategorie und ich glaube, wir haben hier sehr feine Beispiele ausgesucht, Gregor, nur um das einmal, also alle 2022er Modelle, wirklich jeweils ein würdiger Vertreter der Klasse und wir haben uns gedacht, wir testen das auf einer richtigen Reise. Wir sind von Wiener Neustadt weg, über Kärnten haben wir beim Straßberg im Moho übernachtet und sind dann weiter hier bis ins Herzen Südtirols, wirklich da, wo die Berge am höchsten sind, glaube ich, gekommen und sind jetzt hier beim Paradies untergekommen und haben uns 3 Tage rundherum angeschaut. Womit reist es sich am besten? Was kann welche Gattung vielleicht besser oder schlechter? Und ihr kennt es vielleicht schon aus anderen Videos von uns, wir haben das in Kategorien eingeteilt. Die werden wir dann nacheinander durchgehen. Ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr zwischen den einzelnen Kapiteln hin und her springen könnt, um genau das für euch Wichtige mitzubekommen. Gut, Gregor, fangen wir vielleicht gleich mit der ersten Kategorie an oder hast du noch was einzuwerfen? Nein, fangen wir an. Du hast bereits unser System so schön erklärt. Genau, wir werden jetzt wieder machen die beste für und dann Kategorie XY. Und wir wissen nicht, was der andere sich denkt, was die beste Kategorie, das beste Motorsegment für das Beispiel ist, sondern wir lassen uns da auch ganz überraschen, was der andere denkt und diskutieren dann gegebenenfalls darüber. Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, ganz chronologisch, so wie wir auch die Reise begonnen haben, nämlich zuerst ging es einmal über die Autobahn. Deswegen jetzt, was ist die beste Motorkategorie für die Autobahn? Okay, ich bin ready. Ich bin auch ready. 3, 2, 1. Ja, da links außen, glaube ich, hat einen klaren Sieg eingefahren. Es ist halt auch diese Ninja was besonders Leibendes, weil sie diesen unglaublich satten Druck hat und erst bei diesen hohen Geschwindigkeiten zu ihrer vollen Blüte kommt, würde ich sagen. Also der Windschutz ist jetzt auf der Landstraße nicht übermäßig gut, aber im Hochgeschwindigkeitsbereich ist es wirklich so, dass der Helm schön mittig liegt und da merkt man eben diese Supersportgene. Bei hohen Geschwindigkeiten ist sie zu Hause, was jetzt aber nicht heißt, dass einer der anderen es wirklich schlecht machen würde. Was meinst du? Ja, es ist genau so, dass die Sitzposition, diese vorwärtsgerichtete mit einem stärkeren Winddruck, wie man dann auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten hat, das passt einfach gut zusammen. Auch dieser extrem satte Motor, also jetzt redet man nicht, auf österreichischer Autobahn hat ja keines dieser Motorräder Probleme. Aber wenn man jetzt dann vielleicht nach Deutschland blickt und dort ja auch deutlich höhere Geschwindigkeiten noch legal möglich sind, da ist dann, glaube ich, wirklich das Territorium, das Heimspiel von der Kawasaki. Aber noch einen Grund, finde ich, gibt es, warum die Hypertourer noch extra gut sich für so Autobahnetappen eignen, nämlich elektronisch haben wir da ja extrem umfangreich. Hypertourer sind meistens sehr hochpreisige, aber dadurch auch sehr üppig ausgestattete Motorräder. Das heißt, da hat man dann schon wirklich auch elektronisch, wie hier, bestes Beispiel, Abstandstempomat, Totwinkelassistent etc. etc. Die Sporttourer würden vom Motor her, gerade zum Beispiel GT mit dem K5-Motor, auch sehr bauchig, lang übersetzt, würde auch noch passen. Aber eben als Sporttourer hat sie dann nicht so diese auf Komfort und auch so Autobahnstrecken ausgerichtete Ausstattung mit an Bord. Deswegen, für mich muss der Sporttourer dann da ein bisschen
Wobei, die Suzuki, die hier steht, ist ja eh super. Wir machen ein Einzelvideo auch zu jeder dieser Motorräder. Also bleibt bitte am Kanal, abonniert ihn und schaut euch die Einzelvideos, wo wir dann detailliert auf die Motorräder eingehen, an. Hier soll sie nur als Beispiel dienen. Und die Suzuki ist hier eh schon sehr tourig für einen Sportler mit hoher Scheibe, Sitz, Griffheizung, anderer Sitzbank und natürlich dem Koffersystem und so weiter. Mache ich vielleicht gleich mal weiter mit den Tourern. Die NT hat irgendwie so dieses Segment wiederbelebt für mich heuer. Gab es bisher nicht so viel. Aber der Windschutz auf der NT ist natürlich großartig. Also wenn man ganz aus dem Wind genommen sein will, ist das, glaube ich, eins der besten Motorräder, die man derzeit am Markt kaufen kann. Natürlich, der Motor aus der Afrika Twin ist eher ein rauer, rarer Geselle. Und du hast dann die Vibration und du hast ein relativ hohes Drehzahlniveau. Es ist gleich hoch von der reinen Drehzahl wie bei den beiden. Nur die dreht halt nur bis 8500 und die drehen bis 12, 13. Und auf der Reisen Enduro, du hast halt diese Windanfälligkeit auch von Seitenwind, das ist natürlich ein Thema, wenn das so hoch baut. Da haben wir Sitzhöhe 8,95 bei der Tiger zum Beispiel. Da bist du vielleicht auch als größerer Pilot drauf mit einem Helm und du hast den Seitenkoffer vielleicht noch ein Topcase. Da ist man dann halt schon sehr stark im Wind, deswegen die Reisenduro auf der Autobahn nicht die ganz erste Wahl, auch wenn es natürlich am Markt Beispiele gibt, die diese ganzen Elektronik-Sachen, die du angesprochen hast, auch mit drin haben. Abstandshalter, Radartempomat, Totwinkel und so weiter. Und was man auch noch zugute halten muss, dem Reisenduro-Segment, sie haben doch, sage ich mal, eine gemütlichere, im Durchschnitt gemütlichere Sitzposition, deutlich aufrechter, gemütlicherer, flacherer Kniewinkel im Vergleich zu den Sporttouren oder Hypertouren. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich Reisenduro nehmen soll, aber in Summe ist es dann einfach diese extreme Stabilität, die du nur auf solchen Geräten hast, auf der Autobahn, die es so angenehm macht. Und gerade wir haben eine Autobahn in Österreich, S6, so eine Schnellstraße, aber da darfst du auch 130 fahren, wo es richtig kurvig ist und da macht es mit sowas natürlich auch Spaß. Ja, ja. Diese gar nicht so unengen Radien mit 130 zu durchfliegen. Genau. Nächste Kategorie, Gregor. Nächste Kategorie, genau. Wir hatten bei der Anfahrt, wenn man sich das anschaut auf der Karte, zuerst Wiener Neustadt bis ins Süd, schon fast südwestliche Kärnten und dann noch einmal bis ins nordwestliche Südtirol. Das waren schon zwei knackige Anfahrtstage. Deswegen frage ich dich jetzt, was ist denn deiner Meinung nach die beste für lange Etappen im Sattel? Die gemütlichste ist die NT. Also da kann ich wirklich den ganzen Tag drin sitzen, drauf sitzen, ohne eine Pause zu machen. Der Windschuss ist ein Wahnsinn, habe ich schon gesagt. Und auch Kniewinkel entspannt. Das DCT kommt hier voll zum Tragen. Also ist hier die DCT-Variante. Da muss ich mich um nichts kümmern. Ich habe an dem Tag keinen einzigen Schaltvorgang selber, wenn ich nicht will. Und bei allen anderen muss ich halt doch dann rauf, runter. Das spürt man dann am Ende des Tages schon im Fuß. Wir dürfen nicht vergessen, es geht ja eigentlich um die Motorradsegmente. Aber das ist ja die Geschichte mit gerade dieser, wir haben es jetzt Tourer genannt, manche nennen es Crossover. Es ist ein bisschen schwer, das in eine Kategorie zu fassen, diese, sage ich mal, tourentauglichen Motorräder mit bisschen höheren, längeren Federwegen, aber 17 Zoll Rädern. Mhm. Ich denke da auch an Motorräder wie zum Beispiel der Yamaha Tracer 9 ja. GT oder vielleicht auch BMW S1000 XJS, dann schon wieder auf der sehr sportlichen Seite. Also dieses Crossover-Segment ist sehr breit gefasst. Schreibt es vielleicht in die Kommentare, was meint ihr denn? Welche Motorräder passen denn? Zu welchem Motorsegment kann man die NT zählen? Und welche Motorräder fallen da auch noch rein? Mir würde jetzt einfach noch Kawasaki versus 1000S, ist ja ein direkter Konkurrent. Eben in manchen Punkten ähnlich zu Reisenduros, aber 17 Zoll Bereifung, doch kürzere Federwege. Mhm. Ist schwer zu sagen. Auch eine Kategorie, die ich eigentlich ganz sicher als Sieger für die Kategorie lange Etappen im Sattel nehmen würde, sind eigentlich die ganz großen Tourer. A la Goldwing, a la BMW K1600. Wir waren jetzt aber nur zu viert unterwegs, haben unsere Dauertesterin mitgenommen. Da war halt leider nicht so ein dicker Tourer dabei. Aber wir denken sehr wohl dran und die sind sicher, was rein den Komfort und Langstreckenfahren angeht, werden die ihr haben. In den Segmenten aber, würde ich wirklich sagen, einfach nur aus dem Grund, dass ich auch aus der Enduro-Sparte komme und viel länger eine aufrechte, entspannte Sitzposition aushält als dieses sportliche, nehme ich für die langen Etappen im Sattel auch die Tourer. Reisenduro wäre auch eine Option, würde ich sagen, aber sie haben tendenziell vielleicht gerade Afrika Twin zum Beispiel, und die denke ich, habe ich das Sattel nicht ganz so bequem wie beim Tourer. Also die haben immer diesen sportlichen Anspruch, auch eben auch Geländeanspruch, und da müssen sie bei der Sitzbank auch einen Kompromiss machen, den die Tourer nicht machen müssen. Die können sich 100% auf Asphalt konzentrieren. Insofern ist das hier, glaube ich, die Kategorie. Machen wir die nächste, Gregor. Richtig.
Obwohl, noch ein Punkt fällt mir ein, was auch relevant wäre, Verbrauch für die langen Etappen. Denn, wie wir auch festgestellt haben, in diesen Motorradkategorien, wenn wir das als Beispiel hernehmen, es ist halt schon so, die sportlichen Gesellen sind auch die durstigeren in diesem Bereich, haben auch tendenziell die kleineren Tankinhalte, ja. Sieht man auch hier gut. Also wir haben hier zum Beispiel bei der Kawasaki 19 Liter und auf der anderen Seite sind wir schon bei 20, 22? 20 bei der Triumph, wobei die gibt es als Explorer auch mit 30 richtig. Liter Tank. Also solche Tankinhalte haben dann eher nur die Reisenden durch. Genau. Und auch verbrauchtechnisch haben wir gemessen. Wir wissen aber selber noch nicht, was genau da jetzt rauskommen ist als Ergebnis. Denn wir machen so einen Durchschnittsverbrauch über die ganze Reise gesehen, damit das ein realistischer ungefähr realistischer Verbrauch ist, mit Autobahnanteil, mit Ortsteilen, mit auch sportlicher Fahrt auf irgendwelchen Passstraßen. Wir blenden euch am besten jetzt einfach die Verbräuche von allen vier Motorrädern ein. Da seht ihr, was die verbraucht haben. Ich glaube, wahrscheinlich ziemlich beispielhaft kann man schon nennen, weil Sporttourer oft Vierzylinder, das wird passen ungefähr vom Verbrauch, Hypertourer sowieso. Zweizylinder, Dreizylinder. Bei den sparsameren, ja. Tiger ist vielleicht ein bisschen bei den durstigeren Reisen durchaus. Also ist ein Richtwert, aber nicht, sagt genau. Nicht alles. Genau, gut, so nächste Kategorie, Gregor. Jawohl, nächste Kategorie ist die beste fürs Winkelwerk. Okay, ich habe meine Wahl. Passt? Ja. 3, 2, 1. Ja. Ja, ist das schon wieder. Sind wir uns einig? Ich glaube, man kann es kurz machen. Da sind die daheim. 17 Zoll Vorderradl schlägt das 21er immer. Der Tourer hat ein bisschen zu viel Gewicht. Die Suzuki ist jetzt in dem Fall auch die leichteste in dieser Runde. Sie hat uns beiden, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es ganz eng wird, also Winkelwerk muss ich ein bisschen unterteilen zwischen normalen kurvigen Landstraßen und dann wirklich diesen Bergetappen. Da habe ich grundsätzlich Reisentouren am liebsten, weil der breite Lenker es ermöglicht, wirklich schön auch durch die engsten Kernen zu dirigieren. Allein die Triumph hat eben ein bisschen einen rauen Motorlauf, wenn man beim Einzel wieder darauf eingehen und ist das nicht ganz optimal, aber grundsätzlich ganz eng Reisenduro, ein bisschen weiter Sporttourer. Ich sehe das auch so, wobei ich muss sagen, mit großem Aber, ich finde fürs Winkelwerk, wenn man eben davon ausgeht, dass es auch enge Radien dabei sind, also wirklich eine enge, verschlungene Kurve, Straße mit engen, verschlungenen Kurven, dann finde ich so Sporttourer, die eben aber so einen Naked-Bike oder Superbike-Lenker haben, finde ich ganz optimal geeignet, weil die diesen Kompromiss, finde ich, schaffen. Das jetzt gerade perfektes Beispiel, die Suzuki GT, lange Übersetzung, eigentlich vom Motor her perfekt für lange Radien, aber durch den Lenker, durch diesen Kompromiss, den sie schafft, kann man sich auch sehr gut in die Kurve drücken und dann auch echt enge Radien flott mitnehmen. Wenn es eine Straße wäre mit nur längeren Radien, dann würde ich definitiv zur Ninja greifen, weil dort ist die dann dabei. Mit den Stummellenkern ist es halt einfach, sie bräuchte einen deutlicheren Impuls und ich glaube, das ist bei Hypertouren generell so, weil sie noch mehr Leistung haben, noch mehr auf diese langen Radien getrimmt sind, auf die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit. Deswegen die für mich die Könige der langen Radien. Wenn es aber so einen Kompromiss oder so eine Straße gibt mit beiden, dann ein Sporttourer mit eben breitem Lenker, hast einen Kompromiss und hast auch trotzdem aber ein irrsinnig gutes Gefühl fürs Vorderrad. Stimmt. Kannst dich also auch bei wechselnden Asphaltbedingungen weit aggressiver und sportlicher in die Kurven werfen, als jetzt bei so einer Reise-Enduro, die das zwar auch gut kann, aber einfach durch die Sitzposition, durch die langen Federwege hat man nie dieses Gefühl für die Situation zwischen Reifen und Straße. Deswegen, das für mich der Sieg. Passt gut. Ja, nächste Kategorie. Jetzt wieder was Reiserelevantes. Welches, in deiner Meinung nach, welches Motorsegment das Beste, wenn du richtig viel Gepäck draufladen musst? Okay, habe ich eine Wahl getroffen. Okay, ich auch. Geht. 3, 2, 1. Ja. Rechts außen, also links außen für euch, die Reise-Enduros. Es ist schon so, dass die tendenziell die größte Zuladung haben. Bei der Triumph haben wir zum Beispiel 222 Kilo. Das heißt, da geht sich Fahrer, Sozia und ordentlich Gepäck aus. Es gibt auch, ich glaube, im Zubehörmarkt das breiteste Angebot. Meistens bietet der Hersteller schon selber Koffersysteme an. Das tut er bei den anderen Segmenten auch. Aber eben zusätzliche Sachen wie Topcase noch drauf oder zusätzlicher Windschutz und so weiter. Da sind die Reisenduros im Vorteil. Und ja, das sind so die Gründe, warum ich es finde. Hast du noch Ergänzungen?
Ich würde, wie du gesagt hast, einfach die Breite des Angebots macht es hier einfach aus. Reisenduro-Segment ist halt irrsinnig stark am Markt und gibt auch jetzt von Modellen sehr, sehr viel Auswahl. Zu der kommen wir noch, ich wollte nicht vorgreifen. Aber einfach, dass dann die Variation gibt bei Reisenduros vom kleinen Softgearbag bis zum großen Alu-Koffer. Da ist wirklich, glaube ich, für jeden Einsatzzweck was dabei. Kommen wir weiter, nämlich was auch wichtig ist, gerade wenn man so auf Tour ist wie hier, dann möchte man natürlich mal das Panorama genießen, fährt auf so einen Schotterparkplatz, der hängt vielleicht, ist nicht ganz eben. Deswegen, was ist denn für dich die einfachste Kategorie im Handling, also rangieren, einparken, ausparken etc.? Gut, habe ich. Ja, habe ich auch. Ja. 3, 2, 1. Ja. Ich war sehr unentschlossen zwischen den beiden, muss ich sagen. Die noch niedrigere Sitzhöhe hat dann den Ausschlag für den Sporttour gegeben, vor allem für kleine Piloten. Ich als Größerer und das niedrigere Gewicht. Ich als Größerer komme mit der NT super zurecht. Passt gut oder auch mit anderen Touren. Aber das hohe Gewicht hat mich dann im Endeffekt doch Richtung Sporttour gebracht. Ja, das sehe ich genauso. Es kommt wirklich wahrscheinlich auf die Größe an. Da können wir ja schon. Es kommt also doch es auf kommt die Größe an, Gregor. Vielleicht schon. Ich hätte auch noch festgeschrieben, das Beste für groß, klein, aber ich glaube, das passt jetzt hier perfekt rein. Ja, wir das nämlich, machen wir es ist wirklich Handling und Größe geht, finde ich, Hand in Hand. Der liebe Carlos, der jetzt hinter der Kamera steht, unser spanischer Kamerakollege. Ja, ganz so klein ist er nicht. Aber natürlich, es war schon so, jedes Mal, wenn er dann, weil wir haben ständig durchgetauscht, wenn er auf dem Tourer oder der Reisentourer gesessen ist, hat er halt schon kämpft beim Umdrehen, weil das ist halt hohes Gewicht, einfach hohe Sitzhöhe gleichzeitig und dann auf den Zehenspitzen das irgendwie balancieren, gerade auf den nicht ebenen Untergrund, nicht ganz leicht. Hier hat man dann dafür schöner niedrige Sitzhöhe, dafür finde ich ein Nachteil wiederum im Handling, im Rangieren, ist der geringe Lenkeinschlag, weil das ist auch typisch Sporttourer, dass du einfach wenig Lenkeinschlag hast und das ist halt schon leiwand bei Reisenduros und auch so hohen Touren, da kann man ja wirklich sehr viel mit dem Lenkeinschlag holen und muss deutlich seltener reversieren als auf den Dingen. Ja, stimmt schon. Ja. Gut. Dann kommen wir zur nächsten, machen wir es kurz und knackig. Die beste, jetzt kommen wir zur Stelvio-Wertung, die beste für die Pässe. Wir sind sie durch die engen Kehren des Stelvio alle gefahren, immer die gleiche Strecke, damit wir einen Vergleich haben. Und die haben sie in sich. Also äußerst schmal, gleichzeitig viel Verkehr auch am Stelvio als sehr beliebte Passstraße. Also immer wieder liegen da Motorräder in den Kehren. Viele Piloten, die halt vielleicht zum ersten Mal so eine heftige Passstraße fahren, haben damit Probleme, werden eben in der engen Kehre, treffen nicht ganz die Fahrlinie, werden zu langsam. Dann irgendwann wird das Motorrad kippelig, sie versuchen es noch mit dem Bein abzufangen, aber bei großen, schwer beladenen Motorrädern funktioniert das dann immer. Schaut's auf YouTube, es gibt jede Menge Stelvio-Fail-Compilations. Jetzt unsere Stelvio-Wertung. Welche war für dich am nähersten am Fail dran und welche war für dich der absolute Win? Win Suzuki, weil auch da wieder der gute Kompromiss, diese Fahrzeugkategorie mit Grabenlenker. Allerdings mit Grabenlenker. Ich finde, sobald der Sporttourer einen Krickerlenker hat, bist du schon wieder raus, weil die Positionen einfach gerade in den ganz engen Rechtskern unangenehm ist. Da sperrt man sich selber so ein bisschen. Und Loser, überraschenderweise für mich die Reisenduro, aber halt auch die spezielle, weil die Tiger unten herum so ein bisschen ein Problem hat mit dem Ansprechverhalten. Auch da wieder Verweis aufs Einzelvideo. Ansonsten, die Höhe ist ein Problem, gerade wenn die Straße ein bisschen geneigt ist, wie es am Stelvio ist. Du musst schon in einem sehr langsamen Geschwindigkeitsbereich wirken die Kreiselkräfte sehr wenig bis nicht. Das heißt, du musst das echt selber balancieren, hast diesen hohen Schwerpunkt. Du hast zwar den großen Einschlag, aber dann in dem Minimalgeschwindigkeitsbereich, so 10, 15 km/h, mehr sind das nicht. Ist da wirklich ein bisschen Geschick gefragt, um das gut um die Kurve zu bringen. Und das ist eben der Distanz zum Boden geschuldet. Das ist mir bei den 17 Zoll bei beiden übrigens leichter gefallen, bei den Sporttouren. Die Ninja fällt raus, weil sie diesen Kriegerlenker hat und somit bin ich wieder beim Sporttourer mit Grabenlenker. In unserem Fall ist Suzuki. Ja, für mich war es auch so, Suzuki fiel mir am leichtesten. Erstens eben, wie du sagst, Kompromiss im Drücken und Ziehen. Viel Gefühl fürs Vorderrad, da kann man auch bei langsamen Geschwindigkeiten spürt man genau, was vor sich geht. Aber es ist eben auch
dass dieser Vierzylinder dermaßen leicht und seidig zu fahren ist. Die kann man ja beide, sechster Gang unter 50 km/h ist ja überhaupt kein Problem. Und auch in den Kern kann das dann helfen. Also erster Gang dreht sauber genug hoch und ist nicht zu giftig, was manchmal gerade bei weniger Zylindern ja der Fall ist, dass der erste eher noch am ruppigsten ist. Bei den vier Zylindern ist das echt überhaupt kein Problem. Ja, weil sie von unten jetzt auch nicht so viel machen. Ne? Das richtig, ist der Punkt. Genau, also die haben das voll linear und kannst das gut einordnen. Ein kurzes Statement noch zur Honda, weil ich die gar nicht erwähnt habe. Sporttourer fallen für mich bei der Wertung raus, weil sie das Gewicht, Tourer fallen raus, weil sie das Gewicht einfach zu viel haben und auch da ein bisschen höher sind, hoher Schwerpunkt und so weiter. Die Honda macht es aber super mit dem DCT und da haben wir ein eigenes Video gemacht. Endgegner Stelvio, DCT im Alpentest, Vor- und Nachteile erklärt. Also schaut sich das bitte an, ist nämlich spannend. Das DCT erleichtert es nämlich ganz massiv und warum, erzähle ich euch erst in dem Video. Sonst kriege ich auch nächste Kategorie oder hast du noch was? Ich wollte nur noch sagen, zu den Reise-Enduros, die ja doch ziemlich divers sind, mit der Triumph habe ich mir nicht, das war nicht auch für mich die letzte in den Passkern, eben durch das Kipplige, auch der Motor eben, der Dreizylinder, der nicht so viel Druck gefunden hat, aber da muss man dann, weil wir nur die Kategorien Motorrad betrachten, natürlich, Reise-Enduros sind schon mit gutem Grund so häufig anzutreffen. Gerade gefühlt jedes dritte Motorrad ist eine GS und die arbeitet ja mit ihrer Bauweise genau gegen die Schwierigkeiten, die wir auf der Tiger gehabt haben, nämlich der Boxer, niedriger Schwerpunkt, dadurch ist die Masse auch schon nicht mehr so kippelig. Auch nur 19 Zoll Vorderrad. Nur 19 Zoll Vorderrad und aber auch extremer Druck, den kann man ja nicht zum Absterben bringen. Standgas in Wirklichkeit. Genau, das ist es. Ja. Aber auch GSen haben wir gesehen, die in den Kernen gelegen sind. Also auch mit der ist das Stelvio nicht so leicht zum Fahren, selbst mit einer GS. Aber es sei gesagt, Reise-Enduros sind hoch, sind wahrscheinlich tendenziell kippeliger als die Sporttourer, deswegen kann man das, glaube ich, auch kategoriemäßig so einteilen. Aber es gibt dann schon Reise-Enduros, die trotzdem richtig gut über die Passstraßen kommen. Kommen wir jetzt zum nächsten, nämlich viele Leute reisen nicht allein, sondern sind als dynamisches Duo unterwegs. Right. Was sind die beste Kategorie für dynamische Duos? Weißt du das? Bin ready. 1, 2, 3. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind beide Leibern. Okay. Ich sag mal, weil du die Reise-Enduro genommen hast, sage ich, warum ich den Tourer genommen hätte. Der Komfort ist echt leibernd. Also die Sitzbank hinten ist bei den Touren, die sind ausladet, die sind breit. Du hast oft dort Hopcase mit Rückenlehne, eher wie im Fall der NT. Da kannst echt zu zweit, die Sozia macht es hinten gemütlich, kann dort tagelang sitzen sozusagen. Reise-Enduro hat für mich aber auch große Vorteile, weil sie tendenziell länger baut, noch mehr Platz bietet. Ja, es war sehr eng. Warum war es für dich die Reise-Enduro gegen und ich habe eigentlich sogar auf den Tourer gezeigt. Ach so. Weil ich mir gedacht habe, Reise-Enduro ist so der No-Brainer und in Wirklichkeit fahren, glaube ich, aber die meisten zu zweit. Also Reise-Enduros auch, wie wir gesagt haben, tendenziell die höchste Zuladung. Das heißt auch das wieder ein Punkt dafür, dass sie sich am meisten eignen für Reisen zu zweit. Aber die komfortabelste Reise zu zweit, die ich je gehabt habe, war auf einem Tourer, nämlich auf der Kawasaki Versys 1000 S. Und deswegen habe ich auch die Tourer gewählt, weil wenn es dann nicht so ein, sag ich mal, sportlich orientierter Crossover langbeiniger Tourer ist, wie eine S1000 XR zum Beispiel, dann sind diese Tourer richtig gemütlich und eben aber doch eine Spur niedriger als so eine Reise-Enduro. Das heißt, man kämpft noch weniger mit, der Schwerpunkt erhöht sich ja wieder mit Sozius. Ja. Das heißt, man hat trotzdem noch ein bisschen einen sichereren Stand, auch mehr Gefühl, eben wieder kleinere Räder, agiler, trotzdem hohen Schwerpunkt. Deswegen, wenn ein Tourer nicht auf Sportlichkeit getrimmt ist, ist, finde ich, das die beste Art, zu zweit zu reisen. Das stimmt. Zeigen ja auch diese Luxusschiffe à la Goldwing und K1600, wo wir auch ein Video gemacht haben bei den Alpenmasters, anschauen, ist sehr leidend geworden. Aber die haben wir, wie gesagt, heute nicht dabei. Genau. Next category. Und jetzt kommen wir mal zu einer Kategorie, es ist dann auch schon die vorletzte, wo es nicht um das Gefühl im Sattel geht, sondern eher noch davor, wenn ich mein Motorrad kaufen will. Wo würdest du denn sagen, ist denn die Auswahl am größten und wo hat man die geringste Wahlmöglichkeit? Gut, der No-Brainer, wie du es vorher gesagt hast, ist die Reise-Enduro, dieses Segment boomt seit 10 Jahren. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, das ganze Reisesegment boomt und es kommen jetzt wieder diese klassischen Sporttourer wie eine Suzuki GSX-S1000 GT. Es kommen Tourer zurück. Also finde ich voll schön, dass sich diese anderen Märkte, die bis jetzt von der Reise-Enduro so ein bisschen erdrückt worden sind, erholen.
aber die breiteste Auswahl auch an Kuperturen hat man sicher bei der Reise Enduro. Genau, ich glaube, das ist der große Unterschied, dass man eben sehr unterschiedliche Hubraumklassen bei den Reise Enduros hat. Jetzt gerade erstarkt ja wieder die, sage ich mal, untere Mittelklasse à la Tenere 700. Vielleicht gibt es bald eine neue Transalp. Gibt es schon, wenn das wieder rauskommt. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Auf dieses Segment erstarkt, dann haben wir die Mittelklasse mit um die 100 PS à la Africa Twin, Tiger 900 etc. und dann halt die Königsklasse der Reise Enduros. Bei den anderen ist das halt nicht so. Gerade Hypertourer, wir haben sogar schon diskutiert, was zählt denn überhaupt als Hypertourer? Hayabusa wäre uns noch absolut eingefallen. Und dann ist halt die Frage, zum Beispiel ein Tohono V4 oder ein Super Duke GT. Da haben wir einen Vierer-Vergleich, also da haben wir vier Bikes im Vergleich gehabt. Die haben wir auch schon online, also bitte anschauen, falls euch die Gattung mehr interessiert. Aber es ist tatsächlich eine, die ausstirbt langsam, beziehungsweise Kawasaki und Suzuki halten dankbarerweise noch die Fahne hoch. Ansonsten eben auch das Gewicht, weil ein Super Duke GT und der Tohono V4, die haben 210 Kilo. Das ist quasi ein Naked Bike mit ein bisschen Verkleidung, während die halt schon 260, 270 Kilo Hayabusa genau. Und Kawa sind keine leichten Motorräder. Genau, und bei den Sporttourern haben wir halt einige Vertreter, aber auch alles ungefähr in der gleichen Leistungsklasse, also zwischen 120 und den 150 oder alles was drüber ist, kommen wir schon wieder in vielleicht Hypertouring-Bereiche. Darfst nicht vergessen, so Tracer 7, Tiger Sport 660, da gibt es schon was, aber ob das dann so zum Touren sich wirklich eignet, das sehe ich eher als Daily Driver, mit dem du halt einmal auch eine gute langere Etappe fahren kannst, aber eben zu zweit ist das sofort Schicht im Schacht und insofern gibt es dann nicht ganz so viel Auswahl, diese ganze Cross Oversegment mit Honda NC 750 ist da vielleicht auch noch zu nennen. Also, wie gesagt, es tut sich was, man merkt, das ist cool, aber die größte Auswahl, glaube ich, ist da rechts außen, sind wir uns einig. Letzte Kategorie, Gregor. Letzte Kategorie und jetzt, was ist denn deine Herzenskategorie? Wenn du quasi ein Motorrad aus einem dieser Segmente haben kannst, nur eins, welche Kategorie wählst du? Als Afrika-Besitzer muss es für mich die Reise-Enduro sein. Obwohl es mit einem es ist ja die Herzenskategorie, nicht die Hirnkategorie, weil ich bin 95%, 99% on-road unterwegs, deswegen machen die 21 Zoll überhaupt keinen Sinn. Aber mir taugt die Afrika-Twin einfach als Motorrad und auch diese ganz erhabene große Sitzposition. Ich bin ja kein Schlankerl, kann man sagen. Und da schaut man auf sowas nicht ganz so deppert aus wie auf so einem kleinen Ding, wo man sich so zusammenfalten muss. Insofern ist es meine Herzenskategorie, die Reisentourer, meine Hirnkategorie wäre wahrscheinlich die NT. Die Tourer-Kategorie. Ja, bei mir ist es so, weil ich träume von großen Reisen auf der weiten Welt und dafür sind Reisenduros halt einfach das Geeignetste, weil sie diese Vielseitigkeit bieten. Man hat sich ein bisschen Geländedeuchereifen drauf und kann sofort auch schon gröbere, unbefestigte Straßen in Angriff nehmen. Wenn ich aber jetzt den Offroad-Gedanken außen vor lasse, dann würde ich auch zu den Tourern greifen. Ich bin einfach nie auch, erstens halte ich diese gekrümmten, eingespannten Sitzhaltungen, Sitzpositionen deutlich kürzer aus als so was Hohes, wo man thront. Aber es ist auch so, also das ist jetzt zwar vielleicht nicht mehr Herzenssache, aber ich glaube, mein Führerschein würde es nicht gut tun, wenn ich große Reisen auf solchen Raketen machen würde, weil mich verleiten die halt schon, dass ich auch einmal Gas gebe, was mega Spaß macht und deswegen habe ich kurz überlegt, ob das meine Herzenskategorie ist. Aber die Vielseitigkeit, glaube ich, gewinnt dann doch und wenn man nur eins nehmen kann, dann wird sowas. Ich glaube, wir sind gut durchgekommen, Gregor. Ihr habt hoffentlich eine Entscheidungshilfe bekommen, was denn für euch passt. Wir haben jetzt da keine Sieger-Gewinner-Geschichte gemacht, sondern es sind so viele Kategorien, die man in Erwägung ziehen muss, bevor man sich ein Motorrad kauft, denke ich. Das hoffentlich geholfen ist, wenn man dieses Video angeschaut hat. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bedanken bei unserem phänomenalen Kamerateam. Der Schaf und der Carlos haben das echt geil gemacht. Ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme, wenn ich es dann in Real Life sehe, sozusagen am Screen am großen Zuhause. Der Schaf, den möchte ich nochmal hervorheben, weil er uns auch unter Zuhilfenahme der Kalimoto App die Routen hierher und auch hoffentlich wieder zurück so leibend gestaltet. Ist immer eine Freude, ihm nachzufahren, auch wenn es immer eine Herausforderung ist, ihm nachzufahren, tempomäßig. Er ist kein Raser, aber er ist schnell dort, wo es geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch taugt. Südtirol ist endgeil zum Motorradfahren. Wir haben ein bisschen durchwachsenes Wetter gehabt, gell? Aber ist, okay, ist trotzdem leiwand und es sind halt weniger Leute. Insofern Daumen hoch für Südtirol. Schenkt uns einen Daumen hoch, wenn es euch taugt hat. Macht es gut. Viert euch. Viert euch.